Das merkst du, das spürst du, das hast du irgendwo zwischen Herz und Magen. Irgendwo dazwischen, dieser Hund, du siehst einen Hund und das ist wie beim Poker und der geht all in. Ja? Der steht auf einmal da und du sagst, okay, alles oder nichts, der oder keiner. Die österreichische Kabarettistin Monika Weinzettel hat ihre Hündin Piper aus dem Tierschutzhaus adoptiert. Und was anderes kommt für sie und immer mehr Menschen, die sich Tiere anschaffen, gar nicht in Frage. Also ich weiß gar nicht, wenn es so viel Gute von denen da gibt, warum nicht jeder einen Hund adoptiert. Ich weiß über den Hund ja schon etwas. Mir kann jeder Tierpfleger etwas über einen Hund sagen, der, auch wenn er nur eine Woche da ist, dann weiß ich doch mehr als irgendein Überraschungsei, das ich bekomme aus vielleicht auch noch aus einem Kofferraum. Und dass der Kauf von Kofferraumwelpen ganz bitter für alle Beteiligten enden kann, das weiß auch Tierpfleger Daniel. Vor vielen Jahren landete der Rüde Nikolai bei ihm im Tierschutzhaus Vösendorf. Der Nikolai ist ein illegaler Welpenhandel gewesen, ein Kofferraumwelpe. Er hat nichts kennengelernt, ist dann zu uns gekommen mit einem Jahr circa. Das heißt, er hat die Prägungsphase komplett übersprungen, hat nichts lernen können, hat sehr viele daher Defizite einfach angesammelt. Der war jetzt 13 Jahre bei uns im Tierheim und eine Pflegerin hat sich jetzt einfach gedacht, nein, das geht so nicht, dieser Hund passt zu uns und hat ihn jetzt übernommen. Also, adopt, don't shop. Denn immerhin findet ihr im Tierschutzhaus eures Vertrauens nicht nur gute Beratung. Es ist deswegen sinnvoll, einen Hund aus dem Tierheim zu adoptieren, weil die Tierheime voll sind. Es gibt wahnsinnig viele Hunde, die ihr Forever Home suchen. Man hat das Tierheimpersonal, die sich gut auskennen, die schon wissen, welche Charaktereigenschaften hat der Hund. Passt der überhaupt zu mir? Passt er zu meiner Familie? Und natürlich, es gibt vom Welpen bis zum Rassehund alles. Also für alle Wünsche was dabei.